zurückkommend auf meine Ausbildung, wie du ja beim letzten Video schon gehört hast, dass ich sowohl eine zertifizierte Neo-Tantra-Lehrerin bin, als auch eine authentische tantrische Yogini von Meistern eingeweiht, als auch im Reigen des Isis-Kultes groß geworden bin, aufgewachsen bin und eingeweiht worden bin. Also der ägyptische Tantrismus, der authentische ägyptische Tantrismus spielt bei mir auch eine große Rolle. Das ist der zweite uralte Tantrismus, den ich repräsentiere. Da ich also auch eine Neo-Tantra-Lehrerin bin und nicht fanatisch bin, wirst du in meinen Praktiken auch Elemente des Neotantrismus finden, obwohl die Basis der authentische kaschmirische und ägyptische Tantrismus ist. Warum habe ich jetzt diese ganzen Sachen zusammen verbunden? Der kaschmirische und der ägyptische Tantrismus haben viele, viele Gemeinsamkeiten. Die Essenz des kaschmirischen Tantrismus ist die Öffnung unseres Herzens zur absoluten Liebe. Und die Essenz des ägyptischen Tantrismus ist die Sexualmagie der Isis. Die Sexualmagie der Isis. Also es hat einen logischen Zusammenhang. Zuerst öffnen wir unser Herz der absoluten, aber auch der persönlichen Liebe. Ja, das Ganze hat enorme Auswirkungen auf unser persönliches Liebesglück. Und dann beschäftigen wir uns mit the high art of tantric love, mit der hohen Kunst der tantrischen Liebe und dem Zauber der Sexualmagie. Und da wird es dann nämlich sehr, sehr, sehr spannend. Denn wir lernen, durch unser Liebesspiel in das Quantenfeld einzutauchen und aus der Formlosigkeit unser Leben zu formen. Aus der Formlosigkeit entsteht dann die Form, das Physische in unserem Leben. Das kann entweder Heilung sein von langwierigen chronischen Krankheiten. Es kann Wohlstand sein. Es kann Liebesglück sein. Wir lernen so richtig Schöpfer unseres Lebens und nicht mehr Opfer zu werden. Und es gibt heutzutage viele wunderbare Neo-Hermetiker, also Hermetiker, die die ganze ägyptische Tantrismus und eigentlich auch der kaschmirische, alle spirituellen, wirklich seriösen spirituellen Schulen basieren auf der Hermetik aus dem alten Ägypten. Da war der Hermes Trismegistus, der Meister aller Meister, der dreifache Meister, der die universellen Gesetze auf Bernsteintafeln geritzt hat. Und dann kamen die Meister, auch von Indien, die tantrischen Meister, aus der ganzen Welt, Sufis, alles, was du dir vorstellen kannst, saß zu seinen Füßen, lauschte seiner Weisheit und nahm dann diese Weisheit in diese traditionellen Schulen, wie zum Beispiel den Tantrismus, mit. Also in unserem Tantrismus, im authentischen Tantrismus gibt es auch viel von den hermetischen universellen Gesetzen. Und jetzt ist die Zeit des Wandels. Jetzt wechseln wir vom Eisenzeitalter in das von Kali-Yuga in das Diamantzeitalter. Jetzt ist der Wandel zu den Lichtmenschen. Und jetzt kommt der Hermetismus, der Jahrtausende verschlossen war und wirklich nur für einige wenige Menschen, drängt jetzt an die Öffentlichkeit, um die Menschen, die dafür bereit sind, mitzureißen in das neue Zeitalter des Lichtes. Und jetzt findest du bei mir diese uralten tantrischen Schulen, die als Grundlage eben die hermetischen universellen Gesetze haben, aber auch Elemente des Neo-Tantrismus und auch die Tantra-Massage. Denn zum Beispiel eine Yoni-Massage kann man wunderbar in die ägyptische Sexualmagie einbauen. Und auch die Linga-Massage kann man zum richtigen Zeitpunkt wunderbar in das Liebesspiel, in das tantrische, in Maituna, in das tantrische Liebesspiel, wie es traditionell zelebriert wurde, einbauen.
Also ich bin nicht fanatisch, sondern bei mir kriegst du wirklich die Vielfalt des Ganzen, ja, in meinen Webinars und in meinen Live-Seminaren. Und das würde ich sagen, das ist schon etwas, was man in der heutigen Zeit und in der Tantra-Szene nicht so oft finden kann. Im Tandava, dem universellen Tanz von Shiva und Shakti, lernst du, dich einzuschwingen und einzustimmen auf die hohen Frequenzen des Universums. Und du wirst ja schon gelesen haben, die Schwingung unseres Planeten erhöht sich jedes Jahr gewaltig. Und die Menschen, die damit mithalten können, ja, die werden in der Glückseligkeit leben. Und die Menschen, die nicht mithalten können mit dieser Änderung der Schwingungsfrequenz, die bleiben auf der Strecke. Und im Tandava lernst du spielend, tanzend. Ja, es ist eine Tanzmeditation, eine Meditation in Bewegung, dich einzuschwingen auf die Schwingung und auf die hohe Frequenz des Universums, deine eigene Schwingung zu erhöhen. Und das ist das Fantastische an Tandava. Und du lernst mitzugehen mit dem Fluss des Lebens und dich hinzugeben den Fluss des Lebens und das Urvertrauen, dass für dich immer das Richtige passieren wird, wenn du das dankend annimmst und dich wirklich hingibst. Die Hingabe ist eine ganz wichtige Qualität im Tantrismus. Und das Urvertrauen, das Vertrauen, dass für dich immer das Richtige geschehen wird. Denn du darfst ja nicht vergessen, wir sind alle Kinder einer höchsten liebenden Intelligenz, die die Hermetiker das All nennen, die modernen Wissenschaftler das Quantenfeld nennen und das traditionellerweise Gott genannt wird. Ja? Und in der Kashmir-Massage, das ist dann die Fortsetzung des Tandava, da öffnest du liebevoll, lauschend dem, was der Körper, die Körperseele, die dir vertrauensvoll ihr Herz öffnet, ja, aktivierst du die Energiebahnen, die einzelnen Energiebahnen, sodass der Mensch wirklich offen wird für das Spiel mit der Energie. Denn was bedeutet Tantrismus? Spiel mit der Energie. Du bekommst eine Kraft und eine Macht über dein eigenes Leben, die du für unmöglich gehalten hast vorher, weil du lernst das mystische Spiel mit der Energie kennen. Ist das nicht schön? Auch mit der Liebesenergie, auch im Liebesspiel. Denn jeder von uns hat schon gespürt, auch ich, und oft gespürt, wie ist es, wenn ich mich hilflos ausgeliefert fühle den äußeren Gegebenheiten, ja, und mich unter Druck setzen lasse und in Stress komme. Das ist ein Gefühl der Abtrennung von mir selber und von der Liebe. Ja, Stress ist nicht das Gegenteil von Liebe, Gewalt ist nicht das Gegenteil von Liebe, sondern Gewalt und Stress ist Abtrennung, Trennung von der Liebe, die unsere eigentliche Essenz ist. Und wie gesagt, es gibt jetzt viele Strömungen, Gott sei Dank, auf der Welt. Wie kann ich eintreten in die formlose Welt des Quantenfeldes und von dort aus der Fülle des Quantenfeldes schöpfen für mein Leben, Schöpfer oder Schöpferin werden? Und jetzt sind wir wieder da, was ich schon einmal erwähnt habe, die viele spirituelle Schulen, ja, erklären dir das, wie du das alleine machen kannst. Und der Tantrismus, und das ist so wunderbar, erklärt dir, wie kannst du in das Quantenfeld eintreten und aus der Formlosigkeit die Form erschaffen, innerhalb des Liebesspiels, in dem die Energiekörper der zwei Liebenden ineinander verschmelzen, in dem ein Partner das Gateway, die Pforte zum Quantenfeld wird, ja, für den anderen, und sie durch ihre energetische Vereinung, sie eins werden mit allem, was ist, mit dem Quantenfeld. Das ist der Tantrismus, den ich unterweise und den ich repräsentiere. Und wenn du diesen Weg kostest, dann wirst du Erfahrungen machen, was wirklich ein Wunder ist in deinem Leben. Und der Zauber wird wieder Einzug halten in deinem Leben.